Einen wundervollen guten Tag zusammen und willkommen zurück zu Kotlin. Heute ein ganz kurzer Nachtrag erstmal zu dem, was wir im letzten Video gemacht haben, nämlich Booleans. Und zwar könnt ihr Booleans auch einfach wirklich umdrehen. Und ihr könnt if-Abfragen äh, if schachteln. Ähm, und ja, das sieht man hier auch wunderbar. Das heißt, ich kann hier sagen, if, bla bla bla, innerhalb einer anderen if-Abfrage. Das heißt, ich kann hier sagen, if false. Ähm, wenn das nicht wahr ist, also niemals, führe das hier aus. Und was das da drin ist, das ist dem, das ist dem Programm völlig egal. Das bedeutet, wir können hier auch einfach sagen, if a größer b und dann hier drin nochmal if a gleich gleich b und so weiter und so fort. Da kann ich machen, was ich möchte. Das Zweite, was ich euch zeigen wollte, ist, durch dieses if false wird hier einfach der komplette Code nicht ausgeführt, weil if false wird natürlich niemals wahr. Sprich, der Teil wird einfach übersprungen. Ein else gibt es nicht, also es wird einfach gar nichts ausgeführt. Und das ist natürlich jetzt für mich gerade sinnvoll, weil ich möchte diesen Code nicht ausgeführt haben. Ich will ihn euch aber trotzdem zur Verfügung stellen, weil ihr den nachher natürlich trotzdem noch lesen sollt. So, wenn ich jetzt hier natürlich if true einfüge, dann wird der Code natürlich immer ausgeführt und ähm, ja, es wird natürlich hier unten wieder dieses true ausgegeben aus dem letzten Video. Ganz klar. Und was ich jetzt noch machen kann, ist, ich kann jeden Wahrheitswert einfach durch ein Ausrufezeichen vorne dran umdrehen. Das heißt, wenn es vorher true war, wird es false. Wenn es vorher false war, wird es true. Das heißt, da steht jetzt wieder if false und ich habe sofort Keinerlei Code mehr, der ausgeführt wird hier in diesem, Fall, äh, in diesem If. Also dieser Code wird einfach komplett nicht ausgeführt, weil hier oben natürlich einfach ein False drin steht. If False wird einfach nicht ausgeführt. Super. Um, das heißt, ich kann euch jetzt das Ganze hier nach unten schieben. Ihr habt den Code noch, aber er bleibt eben ähm, noch da und äh, wird nicht ausgeführt. Das heißt, er ist nicht im Weg. So, was wir heute machen wollen, sind ähm, nochmal Arrays und zwar mit Schleifen. Das heißt, Schleifen sind dazu da, dass ihr ähm, jedes Element in einem Array einzeln verarbeiten könnt. Also zum Beispiel jeden Integer einzeln verarbeiten, jedes was auch immer einzeln verarbeiten. Das ist super praktisch ähm, und wir fangen direkt mal an mit einem String. Um, Strings sind ja auch eine Arrays aus Buchstaben, das habe ich euch ja schon lange und breit erklärt. Und um, wir fangen an mit einem um, mein Array. Vom Typ String ist gleich. Nun ja, sagen wir mal Hello World dazu. Okay. Und um, was wir jetzt machen wollen, ist, wir wollen jeden Buchstaben für sich ausgeben. Und das machen wir mit der Vorschleife. Die Vorschleife ist sozusagen das Nonplusultra Ultra dafür. Das heißt, wir sagen hier vor. Um, und hier drin können wir dann eine Variable definieren, die sozusagen jeden Buchstaben repräsentiert. Und zwar jeden Buchstaben einmal. Das heißt Buchstabe in, in was, naja, durch was wollen wir durchlaufen sozusagen in mein Array. Und hier sagen wir dann einfach, okay, wir printlinen jeden einzelnen Buchstaben. Achtung, wir printen nicht, sondern wir printlinen, damit wir es auch wirklich unterscheiden können nacheinander. Und ähm, ja, was nehmen wir denn, ähm, wir haben es genannt Buchstabe. Ups, Buchstabe. So. Das Ganze sieht folgendermaßen aus dann. Wir haben hier ein Hello World. Jeder einzelne Buchstabe, also auch das Leerzeichen und das Ausrufezeichen, sind hier quasi extra ausgegeben worden. Wie funktioniert das jetzt also? Nun ja, ähm... Kotlin fängt einfach ganz vorne an, das heißt, es sagt vor Buchstabe in mein Array, aha, also Buchstabe ist der erste Buchstabe, da fangen wir an, also quasi mein Array von 0 ist mein Buchstabe hier gerade. Okay, dann wird alles hiermit gemacht und Buchstabe ist jetzt gerade dieses H, das heißt, es wird dieser Code hier drin ausgeführt, da kann auch durchaus mehr stehen, also ich kann hier noch, was weiß ich was damit machen, ich kann alles damit machen, um genau zu sein. Ähm. Und ich kann hier drin auch mit if arbeiten. Ich kann sogar innen drin noch eine Vorschleife haben und so weiter und so fort. Und hier steht jetzt dann also einfach nur Buchstabe gleich h, Printline Buchstabe. Okay, dann sind wir hier unten angekommen und wir merken, okay, wir sind noch nicht am Ende von unserem Array angekommen. Das heißt, wir sind noch nicht hier hinten, wir sind noch nicht mit dem Ausrufezeichen fertig. Also, was machen wir oder was macht Kotlin für uns? Es springt wieder nach oben und sagt Vorbuchstabe in meinem Array. Naja, gerade eben hatten wir das H, nehmen wir doch jetzt mal das E. Also wird wieder Printline und Buchstabe ausgegeben, es wird das E ausgegeben, das hier und eine neue Zeile angefangen und dann fangen wir oder gehen wir wieder nach oben, nehmen das L und so weiter und so fort, nehmen wieder das L im nächsten Durchlauf, das O, das Leerzeichen, das W, das O, das R, das L und das D und das Ausrufezeichen und dann, wenn wir das Ausrufezeichen genommen haben, wird das Ausrufezeichen hier ausgegeben. Und wir merken, ah, unser String ist zu Ende, wir sind fertig, also wird jetzt hier dieser Code wieder ausgeführt. Das heißt, ich kann hier zum Beispiel auch noch einfach ein Printline, ups, mein Array, ausgeben. So, sehr schön. Das heißt, das wird einfach direkt danach ausgeführt, nachdem diese Vorschleife eben fertig ist. Also wir gehen von oben nach unten weiterhin durch, nur dass eben diese Vorschleife eben mehr als einmal ausgeführt wird. Deswegen Schleife. Ne? Cool. Und ja, so funktioniert das Ganze. Ist eigentlich relativ simpel. Was wir jetzt machen wollen, ist, wir wollen das Ganze erstmal umwandeln in ein Print. Ihr erinnert euch, Print ähm, ist genau das Gegenteil von, oder nicht genau das Gegenteil, aber halt Print überspringt dieses neue Zeile jedes Mal. Das heißt, wir brauchen nicht jedes Mal eine neue Zeile, wenn wir was ausgegeben haben, sondern wir hängen es einfach hinten dran und das Ergebnis ist ein wunderschönes Hello World, was wir auch einfach mit einem Print String haben oder Print mein Array haben konnten. Aber so ist es cooler, weil wir so eine Vorschleife verwendet haben. Okay, nun wollen wir natürlich auch noch irgendwas Sinnvolles damit machen. Und das wird jetzt sogar ein kleines bisschen Kryptographie sein, das macht mir ein bisschen Spaß, aber es ist nicht wirklich schwer, also keine Sorge. Ähm, es gibt eine Chiffre, die nennt sich Caesar Cipher und von der habt ihr sicher schon mal gehört. Da wird einfach jeder Buchstabe im Alphabet drei weitergeschiftet sozusagen. Das heißt, aus einem A wird ein, naja, drei weiter, also A, B, C, D. Um, und so weiter und so fort. Also, es wird quasi einfach drei Buchstaben später im Alphabet verwendet. Das heißt, wir rechnen hier einfach plus drei drauf auf jeden einzelnen Buchstaben. Erinnert euch, wir machen das für jeden Buchstaben einmal. Das heißt, was wir hier bekommen, ist einfach Khor Hashtag Dollar. Und ihr seht offensichtlich, dass Leerzeichen plus drei ist ein Hashtag und Ausrufezeichen plus drei ist ein Dollar. Ist aber auch okay. Und ja, jetzt haben wir quasi schon ein Caesar-Cipher gemacht. Wundervoll. Gut, um, und ja, zum nächsten Mal habt ihr eine kleine Hausaufgabe, wobei ich euch da noch eine Sache vorher zeigen möchte. Es gibt nämlich auch die Möglichkeit, in Arrays Indizes auszugeben. Das heißt, ich kann hier sagen, for index in mein Array um, Indizes. Ja, das ist der Plural von Index. Um, und das bedeutet so viel wie ich möchte jedes Mal nicht den Buchstaben haben, sondern ich möchte eben 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und 11 bekommen als Ausgabe und nicht die Buchstaben. Das werdet ihr für eure Hausaufgabe brauchen und nächstes Mal gibt es dann logischerweise die Lösung dazu. Okay, also haben wir hier einen Print und jetzt geben wir einfach mal den Index aus, äh, wobei wir das nee, machen wir mit Print ähm, und hier zwischendrin geben wir einen Print. Neue Zeile aus. Ähm, so haben wir dann auch wirklich eine Übersicht. So, und jetzt sehen wir hier 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und 11. Das sind im Endeffekt die Indizes. Und was ich jetzt natürlich machen kann, ist, ich kann hier auch äh, mein Array, ups, mein, mein Array, was ist denn los? Mein Array, komm schon, jetzt. Ähm, sorry an der Stelle von meinem Index ausgeben. Das heißt, ich kann hier sagen, mein Array von 0. Das ist der erste Durchlauf von 1, von 2, von 3 und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben hier den Index benutzt und nicht die den direkten Buchstaben. Das klingt ein bisschen umständlich, aber es hat Vorteile, die wir im Next, äh, in der Übung brauchen werden. Ähm, und wie wir hier sehen können, wird dann einfach auch das D ausgegeben und dann wird das äh, im letzten Durchlauf wird Erstmal der Index, also 11, ausgegeben und dann wird der, äh, der Buchstabe im Array an der Stelle 11 ausgegeben, was das Ausrufezeichen ist. So, eure Aufgabe ist es: schreibt euch einen eigenen String, in dem die verschlüsselte Variante von diesem Hello World steht, also nicht direkt ausgeben, sondern schreibt euch in, einen eigene, in eine eigene Variable namens String, ja. Und die, nicht namens String, aber halt einfach in einen String rein, die dann eben das verschlüsselte Wort enthält, also dieses K-H-O-O-R, sodass ihr später damit weiterarbeiten könnt. Okay? Das heißt, ihr wollt eine Variable haben, hier drin, äh, verschlüsselt, vom Typ String ist gleich, ähm, ja, gar nichts im Endeffekt, vom Typ String erstmal, und da wollt ihr das verschlüsselte reinschreiben. Und anschließend wollt ihr das dann auch wieder zurückverwandeln. Das heißt, ihr wollt wirklich das Verschlüsselte verwenden, um dann wieder den Klartext Hello World hier rauszubekommen. Und ja, das ist eure Aufgabe. Wir hören uns beim nächsten Mal bei der Lösung dann. Bis dann. Ciao.